Guten Morgen, Dudes. Gestern habe ich ja abends Chips gefressen, also vorgestern. Und die letzte Nacht habe ich mich zurückgehalten. Ich habe halt wirklich noch eine oben bei Freaks noch eine Tomate gegessen. Und dann bin ich einfach zurückgefahren, hatte kein Hungergefühl. Und wenn man kein Hungergefühl hat, sondern nur etwas kaufen möchte oder das holen möchte, weil man es kann, ja, oder weil es einfach gehen würde. Ah, dann sollte man es nicht machen. Und daran habe ich mich quasi gehalten. Fühle mich super gut. Also ich bin müde as fuck. Also der Körper braucht natürlich einen gewissen Schlaf und es war sehr warm wieder. Aber es ist jetzt kurz vor 9. Ich fühle mich ausgeruht und fahre zur Arbeit. Wieder im Büro. Was gibt's zum Frühstück, fragt ihr euch. Freitag ist immer, also wenn ich 4 Tage in Berlin bleibe. So eine Milchpackung hält 3. Okay, die hält 3 Frühstücks aus. Und wenn ich mal 4 Tage da bin, das ist mehr so eine Ausnahme. Ich habe diese Woche zweimal gecastet und ein Cast ist Freitag. Da kann kein anderer boomen. Matt. Matt it is. Matt Brötchen it is. Und ja. Sonst heute der Plan. Ich finalisiere das Video für Sonntag, also das Cosplay Making of. Was quasi eine Art DIY ist. Und dann muss ich heute noch LOL-Trends schaffen, aufzunehmen und auch zu releasen. Wird also knifflig, denn 18 Uhr caste ich, gehe also wahrscheinlich so 15 Uhr zum Training. Und ja, normalerweise wäre der Plan gewesen, mit Fabian Sigismund heute zu gehen, aber klappt nicht, weil er war da gestern, witzigerweise, weil die hier Battlefield aufgenommen haben. Gestern waren viele Leute, aber das filme ich immer nicht. Also ich kann es filmen, aber dann ist es so super weird. Er hat aber gesagt, dass er ja einen Personal Trainer hat und den er und eine Freundin von ihm buchen ihn quasi zur gleichen Zeit, mehr oder weniger. Es ist ja halt nicht schwer, 2 Leute gleichzeitig zu beschäftigen. Das spart ja auch Zeit. Und er hat er gemeint, wenn sie abgesprungen wäre, hätte er sich bei mir gemeldet. Sie ist aber nicht abgesprungen. Aber wir werden übernächste Woche einen Termin finden. Also er ist jetzt nochmal beschäftigt. Also wir sind alle übelst beschäftigt. Na, ich hätte heute Morgen wahrscheinlich auch. Also ich hätte es gemacht, wegen dem Video. Aber so extra früh aufstehen und ich weiß, dass ich heute Abend nicht nur caste bis 22, 23 Uhr, sondern dann auch noch 2 Stunden Auto fahren darf. Leben am Limit. Ich bin jetzt gerade beim Schnitt und macht übel Laune. Ich schneide jetzt nämlich gerade das Cosplay-Ding und das ist immer sehr, sehr schön, wenn man schon den gesprochenen Text fertig hat. Das bedeutet, ich bin dann einfach nur hier so ausgeschnitten und ich habe halt 1 Milliarde Tonnen an Material. So, das ist halt. Das ist immer so für mich so der Dream, wenn man ein Video gucken kann und das ist nicht durchgehend eine Szene zu sehen und ich rede darüber, sondern es wechselt die ganze Zeit und es ist halt wirklich viel, also schön viel Information. Jetzt nicht jede Sekunde, aber sind wir das so, jede 5 Sekunden ein anderes Bild kommt, eine andere Perspektive auf das gleiche Thema und so. Mag ich übel zu soddern und parallel dazu esse ich die ganze Zeit hier so kleine Tomaten. Denn Factory C, eine Tochterfirma von uns quasi, die haben noch Essen übrig von der IFA. Ja, und sowas Gemüseartiges snacke ich mir da natürlich. Ist auch ganz gut für das Gehirn, so. Mit irgendwas. Und für den Magen, mit irgendwas drin. So, Leute. Gameplay habe ich jetzt hier. Nicht Gameplay, sondern ich habe jetzt hier meinen anderen Shit fertig. Und Katharina hat das Video für Montag, glaube ich. Daumen hoch. Ja, fantastisch. So, Dudes. Mittag. Nudeln mit Pesto. Einfach nur GG. Mein absolutes Lieblingsessen. Geht es auch schnell, weil heute ist, wie gesagt, ein voller Tag. Und ja, so ein bisschen Energie zu haben, weil nachher ist ja wieder Kraft. Kraft im Meter. Hey guys. Ich werde jetzt etwas aufnehmen, denn es ist bald 15 Uhr. Voll Magen soll man eh zum Training, deswegen ist ganz gut, dass das Essen jetzt verdaut. Ich habe auch, glaube ich, wieder ein bisschen zu viel drauf gemacht, muss ich sagen. Das sind so meine ganz klassischen alten Portionen. Einfach too much. Auch wenn man das Essen so liebt, muss man ja nicht übertreiben mit der Masse. Und ich werde jetzt LOL-Trends aufnehmen, wahrscheinlich sogar noch pre-cutten und dann das Ganze wieder nach Leipzig mitnehmen. Ist so ein Gewohnheitsding. Wenn es klappt, dann klappt's.
GG. So, ich bin fertig mit Aufnehmen. Das heißt, jetzt geht's runter und ich werde dabei die Datei wahrscheinlich noch ein bisschen anschneiden, weil jetzt ist es schon wieder 15:20. Also, ich glaube, ich trinke jetzt noch was, kopiere die Datei nur, fange etwas an und gehe dann sofort zum Training, damit ich hier zum Cast nicht super unter Zeitdruck bin. So, ihr Schnitten, es geht los. Ich habe jetzt leider noch ein bisschen Zeit verloren, denn Johnny hat noch ein, zwei Fragen gehabt bezüglich eines Konzepts und wir haben noch oben eine Führung gemacht, weil wir eine neue Etage dazu bekommen. Ab ins Training. Und schon bin ich fertig. War sehr gut und wir sehen uns bei Freaks. So, Dudes, jetzt ist es folgendermaßen. Es ist 17:42, es ist der Freitag, der 7. September. Und ich rendere jetzt quasi die LOL-Trends. Und zwar die Gesamtdatei. Dann schicke ich sie mir wieder nach Leipzig. Und dann kann ich dann morgen damit arbeiten. Das ist der Plan. Und sonst sage ich quasi nachher, was ist. Und ich caste dann 18 Uhr. Mit dem guten Johnny. So, Dudes, ich habe noch knapp 5 Minuten Zeit. Das heißt, ich muss mir jetzt ein Armbrot zaubern und da ich aber noch diesen Shake hatte, das heißt schon mal eine gewisse Grundmasse, mache ich jetzt Tomate Mozzarella. Normalerweise hast du da größere Tomaten, aber wir haben noch unten von Factory C super viel übrig, das heißt, ich nehme einfach die Dinger, schneide das Mozzarella klein jetzt in kleine Würfel, haue das in eine Schüssel und das ist dann quasi mein snackiges Armbrot. Vielleicht finde ich ja hier noch irgendwie Tomate, Mozzarella, Gewürz oder so. Irgendetwas, was vielleicht noch ein bisschen mehr Geschmack verleiht. Und dann ist das quasi zusammen mit Möhren mein Abendbrot. Ja, denn ich will jetzt so ein bisschen schauen, dass ich noch ein bisschen mehr auf Ernährung gucke. Ausnahme in Anführungszeichen wieder das Mittagessen. Mittagessen ist Freedom. Und ja. Ja, ihr seht, das Design ist halt alles andere als komplex. Ich mache halt wirklich legit so. Ich hau das jetzt hier einfach rein und piekse das jetzt mit der Gabel snicky, popecky mäßig in mich rein. Und bester Fall. Da hatte ich mal ein Video schon draußen. Ich bin fein raus. Ich glaube auch. Game 1 ja. Vorbei. Und damit haben sie Game 2, Pick komplett zerstört. Also das war eine ganz, ganz unkonventionelle Kombi. Zillion, einfach the best pick. So Leute, eigentlich wollte ich ja mit Johnny die übelste Sport-Challenge machen, aber seht ihr den Unterschied? Ich fresse Möhren wie ein Geisteskranker. Du hast gerade gesagt, du willst mir meine fucking, ich habe vergessen, wie die heißt, wegfressen. Das waren deine Worte von vor einer Minute. Gedanken, die ich habe gesagt, gib dir nichts ab. Aber ich mach's nicht, das ist der Unterschied. Naja. Aber meine Seele hat schon längst 5 Packungen gegessen. Denk nur an Essen, ich hasse es. Werden wir auch heute nicht mehr. Horror. Nee, ist das übrigens Lama? 5 Games, Leute. Lama, der wurde. Das heißt, ich bin erst um 2 oder so zu Hause. Das riecht AIDS. So Leute, ich bin klinisch tot. Wir sind jetzt fertig. ESG hat gewonnen. Hat damit wirklich viel gewonnen. Bezogen auf die Sportübung habe ich eigentlich viel gemacht, wie bei den letzten Tagen auch. Ein bisschen Gewicht habe ich noch variiert. Das heißt, ich flitze das jetzt noch schnell runter und dann verabschieden wir uns. 15 Minuten Fahrrad into 50 Kilo Bankdrücken. 3x8 Stück. Dann 40 Kilo enger Ruder von oben, 50 Kilo Squats, Freihandel, wieder 12 Kilo für den Bizeps, 80 Kilo Trizeps, das habe ich quasi ein bisschen verändert. Und Rotatoren habe ich heute nicht geschafft. Sonst aber wieder 3x12 Stück oder 3x8, wenn es halt wie beim Bizeps höheres Gewicht war. Hier sind 250 Gramm. GG!